Schon lange haben wir es geahnt. Jetzt ist es freudige Gewissheit. Wenn's ums Geld geht, macht TGB mittlerweile attraktivere Angebote als die Sparkasse. Für Quad-Piloten zumindest. Und diesbezüglich setzt der taiwanesische Hersteller jetzt mit der Blade 1000 LT V-Twin ein deutliches Zeichen. Das Kilo ATV ist nämlich überaus bezahlbar. Doch dazu später. Money. Schauen wir uns das Fahrzeug erst einmal an. Von den Formen und Funktionen her hält sich die jüngst präsentierte Tausender weitgehend an die bereits bekannten kleinen Schwestern mit 500 und 550 Kubik Einzylindermotoren. Ein Detail fällt allerdings bereits an den Armaturen auf. Der kleine Knopf mit der Aufschrift Lock Rear Diff, mit dem sich das hintere Differential öffnen und sperren lässt. Das Topmodell Limited Edition ist mit einstellbaren Schocks ausgestattet. Die Billigvariante tritt mit einfachen Federbeinen an. Zwei Personen haben erwartungsgemäß reichlich Platz zum Reisen. Und mit 84 PS lässt die TGB Blade 1000 LT auch im Gelände keine Langeweile aufkommen. Gewiss, so bissig wie eine Can-Am Outlander 1000R tritt die TGB Blade 1000 nicht an. Schließlich fehlen ihr 5 PS und sie ist rund 50 Kilo schwerer als die Kanadierin. Dafür ist das Basismodell der Taiwanesin bereits für 9.999 Euro zu haben und auch die Limited Edition mit Servolenkung und einstellbaren Stoßdämpfern ist mit rund 12.000 Euro starke 4.000 Euro günstiger als die Mitbewerberin aus den USA und Kanada. Den vollständigen Test der TGB Blade 1000 LT Limited Edition mit allen Einzelheiten und Messwerten gibt's in ATV und Quad Magazin 2015 11 12 ab 3. November 2015 am Kiosk. Money.